beide Vereine. Damit hatte Norbert Jansson recht. In den ersten 5 Spielen der Rückrunde gaben die Bayern 3, die Hamburger gar 4 Punkte ab, sodass vor dem 23. Spieltag am 7. März beide Mannschaften wieder punktgleich vorne lagen. Dann kam Leverkusen. FC Bayern München bei Bayer Leverkusen und der deutsche Meister wurde von einem Mann ganz allein geschlagen. Hier ist er im Bild. Arne Larsen Økland, der 26-jährige norwegische Nationalspieler, schaffte innerhalb von 24 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Hier das erste Tor gegen Augenthaler und gegen Müller. Riesenfreude natürlich in Leverkusen. Damit hatte man nicht gerechnet und versteinerte Minen auf der Bayernbank. Die Bayern gingen ein wenig zu sorglos in dieses Spiel hinein. Zudem standen Breitner und Rummenigge gegen Hermann und Posner auf verlorenen Posten, etwas, was man ganz selten erlebt, und immer wieder Økland. Die beiden Münchner Innenverteidiger Augenthaler und Ors gehörten mit zu den Schwächsten in dieser Mannschaft, wurden auch beide ausgewechselt nach einer halben Stunde. Ors bestritt übrigens sein letztes Spiel für den FC Bayern München, ehe er dann für 700.000 D-Mark nach Nottingham transferiert wurde. Willibert Krämer, der Trainer von Bayer Leverkusen, war natürlich ein glücklicher Mensch an diesem Tag. Und nun das dritte Tor. Wieder Økland gegen Augenthaler. Innerhalb von 24 Minuten also ein Hattrick für den Norweger. Und das war dann auch schon der überraschende Sieg für Bayer Leverkusen. Die Bayern im 6. Auswärtsspiel hintereinander ohne doppelten Punktgewinn. Rummenigge schoss seit dem 31. Oktober in 8 Spielen kein Tor mehr. Manfred Burgsmüller von Borussia Dortmund zog in der Torschützenliste auf und davon. Dann passierte in der zweiten Halbzeit etwas, was zu den kuriosesten Dingen in der Bundesliga überhaupt gehört. Es fiel ein Tor, was keines war. Schiedsrichter und Linienrichter entschieden hier nach diesem Schuss von Økland, der noch ganz skeptisch hinausschaut auf die Seite, auf Tor. Und Sie sehen ganz deutlich, und fast jeder im Stadion hatte es gesehen, dass der Ball nicht im Netz war. Jetzt. Der Schiedsrichter ließ sich nicht beirren, wollte anstoßen lassen. Dann ging der Norweger auf ihn zu und sagte, Herr Horreis, der Ball war nicht im Netz. Der Schiedsrichter nahm das an, bedankte sich für diese faire Haltung und annullierte schließlich den Treffer. Etwas ganz, ganz Kurioses. Sowas gibt es auch in der Bundesliga. Dennoch, für die Bayern war es egal, ob 4 oder 3:0, ein schwarzer Tag, dieser 7. März, für den deutschen Meister. Im Studio Uli Hoeneß. Warum waren die Ihre Mannschaft in Leverkusen in der ersten Halbzeit so schwach? Ich glaube, darüber sind viele Gespräche geführt worden. Bis jetzt gibt es keinen schlüssigen Grund. Es war eine Aneinanderkettung von Fehlern innerhalb der Abwehr, wobei ich der Meinung bin, dass da nicht ein Einzelner, sondern sicherlich mehrere dafür verantwortlich waren. Und wenn jeder ehrlich ist, muss er sagen, dass er in Leverkusen keiner, und zwar von 1 bis 11, nachher von 1 bis 12, die Leistungen gebracht hat, die eben notwendig sind, um gegen einen sicherlich sehr aggressiven, sehr engagierten Gegner zu bestehen. Plötzlich standen die Bayern wieder 2 Punkte hinter dem